da sind wir schon wieder bei Kamikaze. Und Daniel, dann schau mal hier, ein Mikrofon für dich. Hallo. Ja, bitte den kleinen Finger abspreizen beim Halten. Hast du überhaupt irgendeinen kleinen Finger? Jetzt sind alle riesig. So, ja. Du hast nämlich in deiner Freizeit einen Film gemacht. Mhm. Mit Barbie. Genau. Und, was ist die Aussage des nun folgenden Films? Abgesehen davon, dass du jetzt ein frisches Hemd anhast. Das passt ein bisschen zum Thema. Du hast ja Brechtig-Fall gehabt und da habe ich mir was einfallen lassen. Passend zum Brechtig-Fall. Ja, mit freundlicher Hilfe eines Kamikaze-Zuschauers. Ach. Der mir die Idee geliefert hat. Wirklich. Ja? Ja, ja. Schauen wir mal rein. Hi Perle, alles klar? Komm mal mit zu mir, ich habe eine Überraschung für dich. Von mir aus. Wo bin ich? Musst du das sein mit der Augenbinde? Ja sicher, sonst wär's ja keine Überraschung mehr. Hast du schon mein Clark Gable Poster gesehen? Ja wie denn? Sprechen wir gerade von Augenbinden oder von Ferngläsern? Warte mal, Telefon, ich komme gleich wieder. Na gut, ich warte. Endlich ist die Perle weg. Ich habe vielleicht einen Druck auf der Popperze. Boah, der stinkt. Da wird mir ja schon selbst schlecht. So, der nächste kommt ungefiltert. Das war Friederike aus dem Clark Gable Fan Club. Die labert immer so lange. Jetzt kommt die Überraschung. Na endlich. Du kennst auch meine drei geilen Freundinnen, auf die du immer so spitz warst. Na sicher, wieso? Die fanden dich in letzter Zeit alle so nett und höflich und sind jetzt alle hier und wollen mit dir Rudelbumpen. Was? Hey, jetzt nicht mehr! Ihr und denen, die von euch angelassen, diese alte Sau! Warum haben die denn so angewidert geschrien und sind abgehauen? Und warum hast du schon wieder deine Jacke an? Ach, was weiß ich. Ist mir auch völlig egal. Geh nämlich jetzt auch. Darf doch wohl nicht wahr sein. Und wieso stinkt das hier so ekelhaft? Wow. Wie fandest du es? Wow. Gut. Das ist dieser alte Witz, ne? Dass jemand eine Bewinde aufkriegt. Richtig. Die Freundin sagt, ich muss mal kurz gehen. Aber ich kenne das so, dass er schon am Tisch sitzt. Jemand sitzt, also setzt sich mal hier an den Tisch und dann hat er eine Augenbinde auf und dann furzt er rum und dann nimmt sie ihm die Augenbinde ab und um ihn herum sitzen schon. Die Familie. Genau. Ja, nee, aber hast du schön umgesetzt? Ja, sowas doch besser. Ja. Zweite Folge schon die Planung. Das ist auch ein alter Witz. Lass dir Zeit, ja? Natürlich. Nicht hetzen. Ich muss erstmal die Produktionskosten einspielen. Ja. Ich verdiene ja nicht so viel bei dir. Ja, aber du bekommst eine ganze Menge, nicht wahr? Ja. Ratschläge, Tipps und die Reste meiner Pizza mittags. Genau. Danke übrigens. Hey, selbstverständlich. Na gut. Bedanke ich mich für das Forum. Ich fand das einfach super. mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Eben. Der Vor- und der Abspann vor allen Dingen. Ja, die Regie sagt gerade 5 Minuten und deswegen gehe ich jetzt. Ja, alles klar, okay. Ja, hey, toll, oder? Wenn ihr auch mal Lust habt, irgendwas, wenn ihr auch mal was gedreht habt, das irgendwo verstaubt und ihr keine Lust habt, das nochmal jemandem zu zeigen, schickt's uns. Wir können es ja wegwerfen. Was ich sagen wollte ist, ne, oder? Das war unsere Speakers Corner hier für jeden. Hast du auch noch einen Film gemacht?
Oder ist der schon zu gut? Weiter geht's mit Musik, gleich sind sie hier. Montana Chrome Boys aus Gießen. Yeah.